Das Gesicht des Egidientorplatzes soll sich verändern. Nach einer Ausschreibung, an welcher 8 Architekturbüros teilnahmen, gewannen die hannoverschen Architekten BKSP den Wettbewerb. Somit bekamen sie den Auftrag, neben dem Theater am EGI ein neues Bürogebäude zu errichten. Am Dienstag, den 16. August, wurden die verschiedenen Entwürfe in den Räumen der Bauverwaltung Hannover präsentiert. Der Siegerentwurf, ein neungeschossiger Bau, soll sich sehr gut in das restliche Bild am EGI einfügen. Korrespondiert das unserer Meinung nach am besten auch mit den alten Polen, die den Platz, die den EGI, den Torplatz bestimmen am besten. Das ist einerseits das Nord-LW-Gebäude im nördlichen Teil, was eine sehr helle Fassade hat, die auch über sehr viele Jahre eben den Platz sehr bestimmt hat. Und im Süden ist es unser Nachbargebäude, das Theater am EGI, welches mit seiner offenen, transparenten Fassade, die mehr zu werblichen Zwecken auch genutzt wird und die Transparenz auch bis nach innen reinwirken lässt, eben eigentlich eingerahmt gehört. Und dazu war unserer Meinung nach eine eher geschlossene Fassade aus Naturwerkstein, die aber durch den hellen Farbton auch besonders nochmal aufgewertet ist, der richtige Rahmen. Neben der weiteren Planung für dieses Projekt wurden auch andere Bauprojekte in Hannover besprochen. Noch bis zum 9. September ist es möglich, die Entwürfe der Ausschreibung in den Räumen der Bauverwaltung selbst einem kritischen Blick zu unterwerfen. Aber eines ist sicher, der Neubau wird das Aussehen des Egidientorplatzes stark verändern.